Guten Tag, wertes Platt. Was ist mit meinem Fisch los? Er ist einfach tot. Er ist eingeschlafen, glaube ich. Willkommen zum Finale zu Splatoon 3, dem Story-Modus. Da haben wir ihn auch endlich mal durch. Ich habe meinen Controller gerade in die Hand genommen. Man hat es eventuell gemerkt. Sein Mini ist aufgewacht. Oder? Ich bin nicht sicher, ob er wach ist. Er sieht irgendwie. Er guckt in unsere Seele. Er schläft wieder. Er ist wieder weggepennt. Warum ist dieses Wesen so süß? Ich wollte cool sagen, aber gleichzeitig irgendwie süß. Ist es beides. So, ich gucke hier gerade nochmal, ob hier alles erkundet und entdeckt ist. Ja. Dann können wir in den letzten Sektor gehen. Wie viele Eier haben wir überhaupt? 14.000. Habe ich gar nicht mehr drauf geguckt in der letzten Folge. Aber in der letzten Folge war das schlimmste Level aller Zeiten. Aber das haben wir ja geschafft. Und hier haben wir die Lore gelesen. Wir sind einfach bereit, alles hinter uns zu bringen. Es werden eventuell heute zwei Folgen kommen zur Story. Schon jetzt hier angemerkt, weil ich vielleicht nach der Welt hier aufhöre, weil das Finale dann noch eine eigene Folge wird. Der nächste Sektor ist am weitesten abgelegen, oder? Oder was im Wasser? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Ja, also wenn Marco hier mit dem Hai rumschwimmen kann, dann passt alles. Wir werden erstmal rausfinden, ob's, was auch immer. Oh, fast nur Wasser, kaum Land in Sicht. Ach, da haben die gelebt, die Menschen so. Die ganzen Hochhäuser und alles, ja. Wie lange ist das wohl schon so? Oh, hey! Ich empfange etwas vom Dach des komischen Gebäudes da drüben. Das muss einfach Opa sein. Auf geht's, Nummer 3. Ja, ja, ganz sicher ist das Opa und niemand anderes. Was geht hier? Hallo? Ah, man muss hier so durch die ganze Map. Ich verstehe. Ach, man kann, das sind Surfschienen. Ah, ja, okay, das mache ich später. Das ist ja ein bisschen zu angestrengt. Aber erstmal eine Schallplatte mitnehmen. In den Skillbaum nochmal gucken, aber ich glaube, ich wollte das mit 5 kaufen, genau. Da fehlt noch ein Anchovy, aber das finden wir hier in dem Level. Und ja, und dann sind wir ja überall Surfschienen über die Dächer. Das kriegen wir hin. Ja, und wir cleanen alles, machen uns hier schön sauber hier. Und dann holen wir uns alles, was... Wir machen alles, was geht einfach. Ja. Aber warum nicht? Schön schnell ab ins Level rein. Oh, nebelig. Klar wie dicke Tinte. Besiege die Gegner im Nebel und erreiche das Ziel. Kontrablaster. Ich kenne ihn nicht und er bringt mir Geld. Gib mal. Oh. Ja, das ist ein Beat. Damit kann ich viben. Gucken wir mal. Oh. Musik kenne ich auch irgendwoher aus Splatoon 2 oder so. Kommt mir sehr bekannt vor. Moment mal. Das ist schon das Ziel, oder? Es ist eingebaut. Kann ich nicht einfach den Ultra-Splatoon-Wand-Durchsprung-Glitch machen? Pow. Okay, nee. Ja, wir müssen wahrscheinlich einen Schlüssel holen. Oh mein Gott. Das ist die Octoling-Kampfmusik. Aber ich habe halt den Ultra-Killer-Blaster. Irgendwo unter mir ist ein Octoling. Ah, da. Ja, ich habe doch gesagt, da ist irgendwo ein Octoling. Ich habe den nämlich so rumlaufen gehört. Da hinten ist noch einer. Kann ich hier fliehen? Ja, kann ich. Wir triggern den und dann locken wir den her. Genau. Dadurch, dass sie einen immer verfolgen, sind hier eigentlich leichte Ziele. So, jetzt können wir uns die Boxen da gönnen. Und da geht's weiter. Okay, ist einfach so eine Battle Stage im Nebel. Ah, cool. Ja, wir sind ja in Welt 6. Also, wenn es gefährlich wird, dann hier. So. Hallo. Oh, hast du einen Pinsel? Ah, da kommt noch einer. Ein paar sind noch übrig. Mein Ding, ich schwimme aber wieder hier hoch. Ja, komm gar nicht her. Falling-Bombe. Wie ist die denn lang geflogen? Oh mein Gott, die hatte so einen großen Kleckser. Okay. Bisschen aufladen und so. Bisschen aufladen und so. Ja, ich habe schon wieder zu lange aufgeladen. So, jetzt. Ja, dort stehen mal. Granatiere euch einfach. Oh ne, die läuft gar nicht. Kann ich gleich ganz hinterwerfen, ja. Ja, nicht ganz. Ganz kurz laden. Perfekt. Ich mache einfach alles mit den Granaten. Als ob ich an die rangehe, wenn die Waffen haben. Die sind bewaffnet. Zombie im PvP-Modus auch. Ganz sicher, ich werde nie an Gegner rangehen. Nur noch Granaten. Okay, da kommen 3 Stück. Und krieg eine Ult. Das ist ja interessant, aber was ist, wenn ich einfach Curling-Bomben hier runterwerfe? Rein aus Interesse.
Ich musste, glaube ich, kurz laden, damit die so hier stehen bleiben und vor mir explodieren. Echt? Ich treffe keinen? Also rechts um die Ecke müssen die doch stehen. Okay, mach ich jetzt so. Die stehen echt alle an der Wand. Weiß nicht, ich gern mit mir reinstürzt, aber sei bitte vorsichtig. Ja, okay. Da oben ist irgendwer. Ist ja dangerous. Ich hab noch nie was cheesiger gespielt als diese Stage. Jetzt muss ich zu denen. Oder kann die irgendwie... Kann ich einfach hier so hochschießen? In die Ecke? Ich fällt mir erstmal das hier ein. Ich habe ja auch immer noch meine Ult, theoretisch. Hallo? Die hängt da in einem Eimer. Die schießt einfach. Ich will keine Octolinge sehen. Ja, genau deswegen. Wie fies die sind. Hört auf. Lass meine Tinte unter mir in Ruhe. Ich muss gegen die kämpfen. Ich habe keine Wahl. Ich glaube, das waren zwei Rüstungsteile. Nee, ein Rüstungsteil von mir ist geplatzt. Okay. Boah, ich wollte mal wissen, was drei Rüstungsteile machen. Und hier kommt bestimmt Nummer eins. Wolke? Sollte man meine Ults einsetzen, eventuell. Oh. Natürlich. Okay, ich mache aber den Regen darunter. Hab mich überzeugt. Da sind irgendwie so ein paar Gören unterwegs, die mich umbringen wollen. Hallo. Lass es regnen. Ich kann mich da auf das Dach auch hochschießen, ne? Jo, cool. Kann ich die bis da hier unten treffen? Nee. Okay, die Cheat-Strat geht nicht, aber bestimmt kann ich von der Arena da drüben mit denen kämpfen. Oh mein Gott. Ich sag doch, ich will nicht zu denen. Ich werde mal ein bisschen... Die Feuerrate von der Waffe ist schon cool. Oh mein Gott. So, mein zweites Rüstungsteil. Okay, irgendeinen habe ich. Könnt ihr mal chillen und einfach mich einfach töten lassen? Jawohl, als Platoon-König. Oh mein Gott, da ist noch eine. Komm. Die war überfordert durch meine Anwesenheit. Was für eine coole Stage. Mir hat der Anfang als besser gefallen als das Ende. Da habe ich die alle so schön weggecheased. Klar, wie dicke Tinte. Ich habe mich schon gewundert, dass die nur einmal in einer Stage vorkamen bisher. Aber da waren sie ja nochmal. Oh, mit dem Splitaner muss auch geil sein. Ah, die Waffe war richtig gut, die ich da gewählt hatte. Das ist ein Wohngebäude. Also, es ist ziemlich leer, die Wohngebäude im Inneren, aber wir ignorieren mal, was in den Fenstern ist. Tun einfach mal so, als hätte da die Menschheit existiert. Was ist da, Anchovy? Hallo, Anchovy-Brovi. Tada! Mini-Salmonid wird stärker. Ich kann mir vorstellen, dass man das fürs Story-Ende so braucht. Dass der strong ist. Ne? Jetzt brauchen wir noch drei und eins. Okay, ja, die drei Stück kriegen wir nach dem Endboss. Oder nach dem Boss von hier zumindest. Und die zwei einzelnen finden wir bestimmt noch hier in dem Gebiet. Oh, wie schön. Was, oh, wie schön. Was ist schön? Also, ich bin hier auf einem Dach. Was ist schön auf einem Dach? Hallo? Das Gebäude? Keine Ahnung. Wollt Salami mir nicht was zeigen gerade eben noch? Ich bin verwirrt. Hier ist irgendwo was zum Abschießen. Komm schon. Salami, zeig mal. Find mal. Hier ist noch eine Schiene zurück. Ja. Es gibt also Schienen. Warum ist die jetzt hinter mir? Komm ich da überhaupt noch hin? Nö, ich müsste jetzt die Schiene zurückfahren. Wow. Hallo? Ich hab mir ein paar Fischeier für dich gegeben. Okay. Nicht unerwartet, dass er das so hat. Aber egal. Wir nehmen alles mit. Hier ist nichts mehr auf einmal. Okay, dann gehen wir jetzt da hier lang. Hier sieht cool aus. Da ist eine Stage. Die machen wir und danach decken wir alles wieder auf. Jedes Klickschen zählt. Erreiche das Ziel, aber Vorsicht, der Tintenvorrat ist begrenzt. Oh, nochmal so eine Stage. Viel zu selten. Aber nur zweimal bisher. Also jetzt das zweite Mal. Eine Stage vorher nur. Hallo? Der Disperser. Okay, das ist schon schwerer. Bin gespannt. Wenig Tinte mit dem Disperser. Die Waffe schießt halt ultra schnell. Okay. Wenn du keine Tinte mehr hast, das war's. Ja, okay.
Mach jetzt das. So. So. Musst du ja nicht töten. Hallo. Wenn man sich bewegt, schießen die, glaube ich, nicht nach einem. Könnt ihr die Boxen hier kaputt machen? Danke. Okay. Nur gucken, ob hier hinter irgendwas ist. Nö, hier ist nichts. Wir haben nur Möglichkeiten, außen rum zu laufen, um die. Aua! Auf meinen Kopf hat er geschossen. Ich, scheinbar kann man zwei Stück von denen tanken. Aber ich hätte die benutzen sollen, um die Kisten zu zerstören. Ich verstehe. Irgendwie. Ich muss eine Tinte abtauchen, um mich zu heilen, ne? Ja. Hä? Wo war der? Wo ist der Tintenwiesenmensch? Blub, 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 blub. Ja, bitte mal über mich fliegen einfach. Und unsichtbar. Wahrscheinlich soll man so einen Tintenklecks machen, so Tinten-Ninja-mäßig nutzen. So. Wie kommt es, dass wir noch nicht da sind? Weil wir gerade ewig stehen geblieben sind? Da vorne ist ordentlich was los. Ah, das sind Tauchende. Jo, guck mal, der Bro, der verfolgt mich einfach. Der liebt mich. So, muss man hier ein bisschen blau machen, danke. So, der Sniper kann eigentlich auch nichts. Guck mal, ich hab hier blaue Tinte geschenkt bekommen. Ich könnte sterben, eventuell. Ich will nur in die Tinte, um mich zu heilen. Bitte, 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 bitte. Hört doch auf! Ich kann mich nicht lang genug stillhalten, damit sie aufhören, auf mich zu zielen, weil immer diese Tinte auf mich drauf fällt von dem Sniper. Cool. Nö. Nö. Au, doch! Ah! Hallo, ich brauche ein bisschen Tinte, gerade zu bewegen. Oh. Hallo ihr. Jo, die können dodgen. Das finde ich cool, so ein Level, wo man keine Gegner tötet. Also theoretisch kann ich die wahrscheinlich alle töten. Aber ich fände es gerade lustig, die nicht zu töten. Oh mein Gott, warum ist denn mein Sniper, Bro? Ich nehme alles zurück. Ist nicht mehr cool. Ich geh mal weg. Tank ist nur noch zu einem Viertel voll. Okay. Was geht jetzt hier ab? Ach, das ist so ein Ding, was da die Wand lang fährt. Okay. Aua, aua. Oh mein Gott, ich muss alles nochmal laufen. Lauf! 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 Absolute Hölle, wo bin ich hier gelandet? Warum sind hier eigentlich noch mehr von den Gegnern? Und ich muss über das. So, jetzt habe ich es gecheckt, dass ich oben drüber muss. Kann meine Tinte aufhören zu blinken? Oh mein Gott, das ist aber alles so stressig hier in dem Level. Achso, ich bin schon fertig. Man meint irgendwas spritziger. Cool. Das Level war richtig cool. Absoluter Horror, aber richtig cool. Entspannte Overworld. Geben Sie mir meine Eier. Ja, zeig her. Was hast du? Oh mein Gott, zeig mir das Offensichtliche. Du sollst mir die Geheimen zeigen. Nicht die, die ich mit Augen finden kann. Dann machen wir das da weg. Ich muss mal gucken, wie stark der jetzt ist, wenn ich jetzt dieses Upgrade für ihn habe, ne? Kommt da irgendwie nicht hoch. Könnte ein bisschen Parcours machen und... Das könnte klappen. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, die offizielle. Für mich ist es die offizielle Lösung. Habt ihr gesehen? Aber ganz kurz. Grün. Versuch Nummer 3 und... Zack. Wie habe ich daneben geworfen? Ich werfe, glaube ich, zu spät. Ich sehe mal das Grün und werfe dann nie. Okay, jetzt habe ich kein Grün gesehen. Guck mal, wenn ich hier hüpfe. Jawohl! Mein Weg hat mir besser gefallen, aber da oben ist Zeug und ich komme da nicht hin. Wahrscheinlich wird da eine Surfschiene hin, würde ich meinen. Egal, wir haben es gelöst auf unsere Weise. Ich mag es, Sachen zu lösen, wie man sie nicht lösen soll. Nehmen wir mal einen normalen Weg weiter. Schauen wir mal, was uns hier noch auf den Dächern erwartet. Wir haben ja wahrscheinlich ein paar Stages vor uns. Ich hoffe mal nicht so viele wie in den anderen Welten. In den anderen beiden, die hatten ja Maximum Stages, aber vielleicht schon.
Ich muss da lang surfen. Oh, mein Luftballon. Keine Wahl. Ich durfte nicht mehr ab. Wegdrehen. Ah, guck mal, kriegen wir wenigstens ein bisschen Lore. Warum? Warum ist der? Nimm dir aus meinem Buch. Ich schüttel's weg. Das sieht nach Anweisung zur Mumifizierung von Inkling aus. Vielleicht dachte man früher, dass dergestalt bewahrte Körper einmal zurück ins Leben geholt werden können. Aber das ist doch nicht kein echter Inkling. Das kann wohl nicht sein, oder doch? Ich weiß nicht, ob das ein echter Inkling ist. Sieht ein bisschen platt aus. So. Können wir unser Dach hier ein. Da unten haben wir eine Stage. Ich kann auch zu der anderen, glaube ich, zurückhüpfen, weil ich die aktiviert habe. Na, dann gehen wir hier rein. In die vollen Rollen. Oh, zwei Rollenlevel. Okay. Setze deinen Roller ein und erreiche das Ziel. Okay. Habe ich schon einen Roller gespielt in der Folge? Nö, noch gar nicht so, ne? Selten. Doch, ich glaube, für diese eine Boxaufgabe zwischendurch. Aber Roller sind insane. Sieht aus, als könnte man einfach ZR gedrückt halten und losrollern. Okay. Mein Spiel sagt, ich soll nichts anderes machen, als außer mein Gehirn auf. Drücke ZR, um waagerecht sind jetzt schon, ne? Mein Spiel hat gesagt, ich soll einfach laufen. Ich kann sie nicht von hinten anschleichen. Mein Spiel hat gesagt, ich soll laufen. Hä? Wie Tinte leer. So, ich drücke mich einfach, dann sollte der sich eigentlich wegdrehen. Okay, ich muss, glaube ich, echt von hinten reinwerfen. Weil sonst checkt er das, wo ich bin. Okay, aber wenn ich springe, mache ich einen waagerechten Schuss und der ist besser. Zack, genau, der ist stärker. Okay, holen wir uns noch durch die Box, die da hinten. Wenn ich hier schon am Rumblödeln bin. Ach, eine Box hat mehr Leben als ein Gegner, okay. Verstehe. Spring und schwing. Ja, mache ich schon. Ranch ist, glaube ich, noch krasser, als ich sie eh gerade benutze. Also, der kann echt weit werfen. Ich sogar Wand einfärben konnte, während ich ihn draußen halte. Ich hatte irgendwo gesehen, dass der Charakter ultramanisch guckt, wenn man mit dem Roller rollt. Ich würde es gerade gerne angucken, aber irgendwie sind hier Gegner. Warte mal. So. Normal. Roll. Normal. Roll. Ja. Okay, cool. Das stimmt. Ich wurde nicht verarscht. Hallo hier. Geh mal hier rüber. Das sollte auf jeden Fall passieren. Oh mein Gott. Stabile Box. Hallo. Das war, glaube ich, meine Rüstung. Nicht die Welt ist schwerer, ich bin schlechter geworden einfach. Warum sieht meine Kleidung eigentlich immer noch so zerfetzt aus? Ich dachte, die repariert sich irgendwie, wenn ich den Skillbaum weiterfülle oder so. Aber nö. Ach, da schützt ein Schild und was weiß ich was alles. Na, dafür hast du uns und deinen Roller. Okay, mein Roller sagt, ich will da lang. Ja. Ah, du hast den versteckten Weg gefunden. Der aber bewacht wurde. Das passiert, wenn man nicht auf der Hut ist. So. Jetzt schalten wir die einfach alle schön chillig aus. Hä? Was hat mich da von hinten getroffen? Ach, egal. So. Hey, Bro. Hat sich Octavio am Anfang beschwert, dass seine Octolinge geklaut wurden? Ja, ne? Es wurde auch nichts mehr über diese Stromquelle, also diesen Stromwälz. Über den wurde auch einfach nichts mehr gesagt, ne? Die sind einfach da. Luftballon. Okay, fertig. Merkwürdig. Aber wir finden ja bald mehr raus. Dauert nicht mehr lang. Nur noch ein bisschen Splitzblatt machen und dann sind wir fertig. Ah ja, danke schön. Und du machst das da sauber. Ich drücke meine Taste, dass die Kamera sich ein bisschen normalisiert. Und wir können da hoch. Ich glaube, Salmini wollte eh dagegen spielen. Ach, da waren wir oben. Da waren wir oben. Hier gibt es eine Bahn, die führt da rüber. Ah, und da können wir aussteigen und dann Level machen. Ganz wilde Map. Da gefällt mir. Kein Secret, kein Secret.
Killer-Tintentänzerei. Erreiche das Ziel, berühre keine feindliche Tinte. Jo, okay, also bei dieser Mission musst du innerhalb des Zeitlimits das Ziel erreichen, ohne gegnerische Tinte zu berühren. Curling-Bomben habe ich. Okay. Also werfe ich einfach Curling-Bomben und dann folge ich dem. Und ich habe ein Tintenlimit auch noch. Okay. Kannst in jedem Abschnitt nur eine einzige Curling-Bombe werfen. Okay, ich werfe sie da gegen die Wand. Ich will gar nicht gucken. Das ist ein bisschen schwerer, aber dafür kriege ich extra Boni. Ja. Ich durfte, dass du nicht mehr Bomben werfen kannst. Ja, woher kommt dieses neue Limit, dass man keine... dass die Tinte limitiert ist? Ich habe einen Tank auf dem Rücken. Ich kann Tinte auffüllen, indem ich mich ducke. Ich hole, als ob ich für die Eier gehe. Nö. Das war's. Also los. Na cool, dass das durch die Häuser... Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob diese Tanks das wieder auffüllen können oder so. Aber wir haben Checkpoint. Cool. Och, wir haben auch Zeitdruck, sehe ich ja. Sehr spaßig. Ich werfe mal jetzt. Keine Ahnung, was ich versuche zu treffen, aber ich will ja scheinbar einfach nur viel einfärben. So. Dann hier dodgen. Dann hier lang. Dann da lang. Und Sprung. Ja. Och, schön. Nö, ich gehe einfach. Das müsste reichen, wenn ich so werfe. Sobald die Wand wegfährt. Danke. Ich habe genug Fischeier in meinem Leben gesammelt. Was will ich? Nicht da lang? Wahrscheinlich. Okay. Aber das ist irgendwie so ein Mixer, der meine Tinte wegmacht. Laser. Okay, und dann spawne ich wieder weiter hinten. Dann geht's wieder von vorne los. Okay, ich hab's mir ein bisschen schwerer gemacht als beim letzten Mal. Und theoretisch ist dann Tintenklecks. Ja. Oh, das sind die Stages ja Horror, das ist cool. Okay, ich weiß, wo ich hin will, aber ich gehe wieder denselben Weg. So. Hier keine Extras, nur für ein bisschen Tinte. Was mache ich denn mit dem Boy, der sich da im Kreis dreht? Wie fährt der? Der fährt da einfach so ein Viereck lang, oder? Ja. Okay, ich werfe hier ganz am Rand lang. Das sollte jetzt genau hinter dem oder vor dem langen gehen. Ja. Genau, jetzt können wir schnell durch. Blub, 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 blub. Zack. Checkpoint, maybe? Ja, Checkpoint. So, wo ist hier das Problem? Hier laufen diese lustigen Schienen lang, die alles sauber machen. Irgendwann werde ich vielleicht mal die Eier holen. Okay, ich sehe mein Problem. Ich muss auf die Schiene. Dann darf nur so ein Pixel davon berühren und wird einfach umgebracht. Hast geschafft, sie ist durch. Will ich... Ich will so da gegen diese Ecke werfen, aber so in einem Winkel, ne? Von hier aus, so würde ich sagen. Ja. Ich habe bis zur Tinte durchgezogen. So. So. Oh, da waren ja Eier. Die waren geplant. So, jetzt muss ich hier einen schönen Wurf machen, dass ich da durchfahre, ohne dass ich gegen diese Dinger werfe. Also jetzt. Ja, genau. Tintenfisch-Action. Keine gegnerische Tinte berühren. Blub, blub. 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 Oh mein Gott. Und blub. Oh mein Gott, wir haben es. Let's go. Curling-Bomben-Time. Ja. Das war großartig. Gar nicht schlecht. First try. Coole Stage. Horror-Stage. Die kann echt schlimm sein. Aber gut, dass ich nicht auf die Eier gegangen bin. Ich glaube, die erste Stage, die mich dazu motiviert hat, nicht die Eier zu sammeln. Oi, 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 oi. Das war ein Adventure. So, jetzt können wir hier einfach wegsurfen. Also hier ist noch was. Salmini? Hallo? Ne? Okay. Salami sagt, hier gibt's nichts. Wir können dürfen heim. Da ist noch ein Level, was offen ist, ne? Das da. Das ist gerade so ein Visier. Machen wir erstmal die goldene Stage hier. Tor.
Tortutor. Ich glaube, so sagt man es. Tortur. Tortutor. Die Tortutor. Nee. Tortur-Tür. Tortur. Also Folter. Das ist eine Tortur. Genau. Tortur-Tour. Tortur-Tour. Okay. Machen wir die Tortur-Tour. Und versuchen nicht mehr das Wort auszusprechen. So, ich habe meinen gewafften Salami dabei. Siege allerlei Angriffe, den Stimmen und kämpfe dich ans Ziel. Okay. Wer will fighten? Ich hab Salami dabei. Salami begeht Massenmord. Ach so, das ist dieses Sachenlädchen markiert, wenn ich mich ducke. Gar nicht gecheckt, was da abging. Jo, boah, Salami one-hittet alles auf einmal. Dieser Damage-Buff ist nicht zu verachten, glaube ich. Ah, die Wand wurde geöffnet für mich. Cool. Danke für die Meldung, wo das ist. Zack. Salami tötet den da oben. Jo, Salami ist einfach Gott geworden. Salami. Ich bin richtig proud of dich. Kann ich nicht bei Selmingrad mitnehmen? Ist hier richtig stark unterwegs. Schlüssel. Nice. Kann ich irgendwie Salami da schon rüberwerfen und den ausschalten? Nee. Im Leben. Okay. Komm mit. Ich habe da eine Tür gesehen. Holen wir uns mal eine Rüstung und dann kommen wahrscheinlich direkt nochmal neue Gegner. Das ist gut. Oh, peng, 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 peng. Haben wir alle? Ja. Hier gibt's die Stempel-Ult. Den drucken wir jetzt unseren Gegnern auf. Okay, schauen wir hier unten. Richtig coole Battle Sage. Keine Ahnung, ob ich dich stempeln kann, deswegen töte ich dich normal. Hallo. Ehrlich gesagt, seid ihr jetzt nicht Gegner, wo ich eine Ult für benutzen muss. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Okay. Ja, ich war einfach direkt vor dem, war nicht mal getarnt. Ich hab einfach Bock. Das wird alles markiert. Ich habe mich schon eine Weile lang gefragt, so, hey, warum wird das markiert? Soll ich das irgendwie abwerfen oder was geht hier ab? So, da ist irgendwie noch einer in der Mitte. Ich hab mich nicht getraut, nach vorne zu gehen, weil ich nicht auf den Boden geschaut hatte bis jetzt. Und ich bin so froh. Hier sind ja überall Löcher. Da ist irgendwie ein Dude, aber ich komme nicht hin. Halt, 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 halt. Rüstung. Nein. Oh, das ist ein Schild. Hab ich gesehen. Dann mach mal kaputt. Salami, aber das steht. Meine Arbeit hier ist gemacht. Hass. So cool, wie stark der ist. Mein Gott. Das Upgrade klang so langweilig. Ja, erhöht den Schaden von Salmini. Fertig. So, dann packen wir uns mal eine Gegner-Lootbox aus. Wo habe ich die Ult? Warte, das schon Ende? Das ist ja langweilig. Ich dachte, hier geht es irgendwie länger weiter. Wow. Fertig. Geschafft. Ah, das ist die One-Hitted. Richtig gut. So, was waberst du hier neben mir rum? Geh mal weg. Ist ja gruselig, das im Ohr zu haben. Zeig mal deine Schiene. Führt die irgendwie zufällig in die Mitte darunter? Nee, die führt jetzt hoch. Ich will aber bitte darüber. Hallo. Ich will die Stage bitte spielen, ja? Versuch doch mit dem Sprung mich zu retten oder so. Story Mode vorbei. Ich bin im Story Mode. Das, wir haben es bald. Ich glaube, hier sind nicht viel, so viele Stages. Haltlos, haltlos. Die haben es hier mit wiederholenden Worten. Agiere im Rhythmus und erreiche das Ziel. Pow, 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 pow. Da habe ich Salami dabei. Bogenmain. Ja, vielleicht bereue ich Bogenmain hier. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keinen Rhythmus. Hier schon das Ziel auf dem Weg, dahin bewegt sich. Viel Glück. Und das ist alles? Das Level bewegt sich aber nur ein bisschen. Was ein guter Bogen. Ich hab erstmal die da oben. Sniper da links, der wird gleich gefokust. Der ist zu weit weg. Der wird nicht gefokust. Hä? Ich habe jetzt was viel Schlimmeres erwartet bei dem Stage-Beschreibungsding.
ist aber nur eine Stage, wo ich einen Doki abschieße. Hat mehr Damage gemacht, als ich dachte. Ich meine, die Sprünge schaffe ich selbst, wenn ich einfach irgendwas mache. Das ist jetzt nicht wirklich groß Rhythmusarbeit. Oh nein, die Platte ist einen Zentimeter zur Seite gefahren. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen bedrängt. Bin ich mal entspannen. Lami, mach mal den da weg. Oh. Kurz auf Salami warten, bitte. Was ist eigentlich hinter mir? Da ist so ein Duo oben an der Decke, okay. Hallo, stirb bitte da oben. Danke. Peinlich geworden. Okay, geht's weiter. Halt hier meine Augen offen nach Klettermöglichkeiten. Jo, schon dabei. So, den wegsnipen. Den wegsnipen. Dem echten Sniper ausweichen. Hier ein bisschen einfärben und dann können wir hier so schön ein bisschen näher. Und zack. Zack, den Sniper töten. Und dann kommt da ein Block hochgefahren in der Mitte. Okay. Ich glaube, das ist der Weg nach oben. Ich glaube auch. Ob man hier davon zerquetscht werden kann oder sowas? Bestimmt. Okay, die Stage war ja ultra entspannt. Es hat richtig Spaß gemacht, sagt sie. Weiß ich ja nicht, aber wow, chillig. Ja, 2 Minuten. Haltlos, haltlos. Ja, die ganzen Gegner können ein bisschen auf die Nerven gehen, aber man kann sie auch fieser platzieren. Einfach allen Schild geben. Sniper mit Schild. Ja. So macht man das. Wenn dem Eimer wäre... Wohl, Eimer hat ja auch echt viel Range. Ja, hier sind echt nicht so viele Stages. Kann ich da noch da auf das andere Gebäude rübergehen? Ja, kann ich. Machen wir das erstmal. Der andere Weg hat nämlich ja hoch aufs Dach geführt. Und auf dem Dach ist ja der Intro, der Boss von dem Gebiet. Ich habe immer noch keine Ahnung, was mich hier erwartet. Also es kann sein, dass wir vielleicht doch in dem Part hier fertig sind. Oder ich kann ja im Schnitt alles anpassen. Ne? Hahaha, ich habe die Macht. Die Macht des Schneidens. Hallo. Oh, Lor. 2 Stück fehlen noch. Nach ihrem großen Sprung von Inkopolis ins weltweite Rampenlicht haben Tentacool nun ihren neuesten Gig gefunden. Vocals für die aufstrebende neue Rockband Damp Sock Feeds Tentacool. Damp Sock Feed Tentacool. Nicht Füße. Die sie online kennenlernten. Ein melancholisch-melodischer Sound mit unverkennbarer Tentakultur. Dann kann ich mir anhören, hallo? Ja, cooles Cover. Die von der CD da rechts. Aber wir hören noch CDs. Wir haben doch alle Handys. Joa, geh ich mal da rüber, ne? Warum nicht? War das sogar eine Stage? Habe ich da eine Stage übersehen oder so? Nö. Da oben ist eine Box drauf. Da oben. Da ist was. Danke, Salami. Hätte ich nicht hingekriegt. Gerade bin ich nämlich einfach nur am Aufräumen. Das Kabel da kann ich noch anmachen. Hier drunter wird ja auch was sein. Ah ja, Anchovus. Hallo, Anchovus. Ja, da wir alles vom Big Man hier bekommen, werde ich ja einfach skillen, was geht. Tintentank, besser. Zählt es auch für die Level mit begrenzter Tinte? Wäre ich interessant zu wissen. Habe ich eigentlich genug Skillpunkte, um alles zu skillen? Vielleicht? Es sagt ja rechts von 99, also ich glaube, ich habe Max-Level schon erreicht. Tauchsprint gewinnt. Innerhalb des Cycles ist das Ziel. Okay, Speedrun? Kann ich. Mache ich schon das halbe Projekt. Hallo, Airbrush MG Instabombe. Innerhalb des Zeitlimits Ziel erreichen. Okay, einfach durchrennen, sagt Spiel mir. Ich werde durchrennen, ne? Bist du bereit? Das wird nicht einfach. Okay, einmal läuft los. Gibt's was Schnelleres als Schwimmen? Habe ich irgendeine Taktik verpasst oder so? Ich weiß es nicht. Ich könnte selber den Weg einfärben. Aber bisher sehe ich keinen Grund dazu. So, das sah praktisch aus, das abzuschießen. Da fliege ich bestimmt einfach durch. Jupp. Ach, guck mal, ich habe 30 extra Sekunden bekommen. Cool. Dieses Lied immer bei den stressigen Leveln. Aber es ist halt das coolste Lied. Also, sie dürfen es gerne die ganze Zeit abspielen. Ich habe die Taste gedrückt, glaube ich, für den Hecksprung. Aber es war zu kurz. Maybe. So, wir warten auf nichts und niemanden. Die Zeit ist, glaube ich, knapp. Aber das gibt ihm bestimmt nochmal extra Zeit. Jupp.
So, aber mal gucken, wo die lang rollen. Ich hoffe, einfach geradeaus schießen können. Panther will ich hoch, okay, ich sie selber. Und zack. Oh mein Gott, ha! Ich wollte ein bisschen mitarbeiten. Ich hab mich fast überrollt, weil ich zu schnell bin. So, dann nehmen wir Abkürzungen. Ich weiß, so viel schneller noch spielen die Stage. Ich wollte ja nur den offiziellen Wegen gerade. Oktorakete im Anflug. Ah, wenn ich schnell bin, habe ich eh keine Zeit, irgendwas zu dodgen. So. Zack, hier runter. Coole Stage, wo man sich beeilen muss. Ich muss nur aufpassen, dass er mir nicht den Weg zutintet. Hey, Bro. Bereit für die Tintenfischrolle? Nein, bin ich nicht. Aber danke schön für die Frage. Ich glaube, ich sollte diesen 90-Grad-Sprung machen, der mir schneller ist, aber ich habe es auch irgendwie so geschafft. Ja, war angenehm. Hab jetzt nichts gemerkt, was da groß schwer wäre. Movement kann ich. Ballern ist eher das Problem. So, jetzt sind wir aber hier fertig, ne? Ja, das ist Salpeter. Ist hier was? Nö. Salzstange, dann gehen wir weiter. Und jetzt kommen wir wieder hier raus, okay. Ist hier irgendwas? Das ist echt groß. Ja, da oben drauf gibt's was. Irgendwas, was keinen Sinn macht. Ah, guck mal, da rüber. So kommt man da bestimmt hoch. Ist das jetzt auch wieder eine Horror-Stage? Die letzte Stage auf dem Weg war auch Horror. Ich hol mir erstmal das kurz. Weil das so schön hier hoch wird. Ah, Lore. Perfekt. Das ist der vorletzte Eintrag über die Mietsrichter. Operation Mini-Mietsrichter. Verhalten der Beute, Analyse der Fellqualität der Beute ergibt perfektes Fell. Ich drücke stattdessen ein bisschen die süßen Knubbel an seinen Pfoten. Ja, Mini-Mietsrichter ist ein Klon von Mietsrichter oder sowas? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil die Splatoon 2 Lore mit Mietsrichter. Ich weiß nur, dass Mini-Mietsrichter echt hässlich in dem Teil geworden ist. Irgendwie so voll braun und zackig. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat er sich im Dreck gewälzt oder so. Vielleicht wird es auch irgendwo aufgeklärt. Ich mach Saltos, ich drücke in die Richtung. Spiel sagt, nö, du fährst noch eine extra Runde. Ehrenrunde muss sein in der letzten Folge. Nur für euch. Nur für euch drehe ich noch eine Runde. So. Und jetzt springe ich als Tintenfisch einfach weg. Und jetzt gehe ich hier rein. Ein Turm taucht ab. Blub. Hallo. Erreiche das Ziel und zwar schnell. Ja, dann nehme ich einen Disperser. Und dann mache ich es mir erstmal einfach. Wenn das hier schon wieder so eine Run-Stage ist, die schwer ist. Das sieht cool aus. Was? Oh, okay, der Boden fährt runter. Das steht's. Die haben gar keine Zeit, auf irgendwelche Sachen zu warten. Und ich glaube, die fangen immer an zu fallen, sobald ich sie betrete, damit es immer extra schwer ist. Ja, weil ich immer genauso ankomme, dass ich im Fallen bin. Warum habe ich mir den Boden weggeschossen? Ich weiß es nicht. Stress. Ja, das ist schon fair, wenn der Boden mehr sinkt, wenn ich ankomme. Hallo. Okay. So, irgendwo ist hier ein Sniper unterwegs. Jetzt hol ich hier Fischeier. Nee, nee, nee. Da muss ich hoch. Hallo. Der Sniper. Schön, sie getroffen zu haben. Ich habe keine Zeit. Okay. Das ist einfach so ein bisschen auseinanderfallend. Das muss ich hochschießen, das muss ich anschießen, das muss ich anschießen, das muss ich anschießen und ich bin oben. Fertig. Komplett entspannt gewesen, das ganze Level. Eine Minute einfach. Hilfe. Ja, wie gesagt, ich muss schnell machen, dann töte ich die Gegner auch nicht mehr. Dann sammle ich auch nichts mehr ein. Da mache ich es mir nicht extra schwer. Das war aber ohne Zeitlimit, sondern einfach die Stage war das Zeitlimit. So. Ja, da... Auf dem Dach hier ist noch irgendwas, sagt Spiel. Spiel. So. Dann gucken wir mal. Hier auf dem Dach soll noch was sein. Auf meiner Map? Ja. Von der Ecke. Habe ich Salami nicht hier schon geworfen? Können wir irgendwo runter? Salami chillt hier einfach nur. Sagt halt nicht, dass hier irgendwas ist. Aber laut der Map ist hier irgendwo ein Luftballon. So oben. Oh mein Gott.
Man hat einfach alles eingefärbt und trotzdem ist da ein Gegenstand. Dieses Spiel. Wo war der Weg nach oben? Das da, genau. Wir sehen es ja. So, aber unten haben wir jetzt alle Stages. Kann es ja nur besser werden. Aha, da war noch ein Ding. Da waren ein paar Fischeier. Jetzt fahren wir hier hoch. Oh, wir haben bald die ganze Welt gereinigt. Mit Fischeiern. Hier muss eine Schallplatte sein. Ich hab's gleich. Da, ja, wusste ich doch. Genau hier. Schallplatte 2. Okay, da will man noch eine. So, klettern wir mal hier hoch. Hier müsste ein Level sein. Und nochmal ein Ding zum Wegmachen. Ich habe die Welt offiziell gereinigt. Nein, da ist noch keiner. Da ist auch noch eine Stage. Da ist auch eine Bahn, die hinführt. 2 Level. Und die Schallplatte. Bruder? Oben Richtung Octo-Gefahr? Ich komme gleich zurück. Ich aktiviere nur hier kurz ein paar Schienen. Schauen wir mal da lang. Oh, da ist auch eine Stage. Vielleicht führt die auch zu dem Gebäude rüber. Das wird ja perfekt passen. Dann gehen wir hier lang. Dann machen wir gleich bei dem Dach weiter. Da ist die letzte Anchovy, die ich gesucht habe. Es fehlt nur noch eine Lore. Und das müsste ja der Luftballon eigentlich sein. Oh, ich habe nicht gar nicht alles geskillt. Aber nur den einen Punkt da reingesetzt. Ja, Punkt, Schmunk, ne? So. Salami kehrt schneller zurück ins Spiel. Perfekt. Das andere Salami kostet weniger Tinte, ne? Ja. Schnellladezeit. Ult. Wann Ult? Generell? Man findet die doch immer nur in Boxen. Keine Ahnung. Was hast du gefunden? Hier irgendwo ist was zum Abschießen? Ja. Sehr schön. Dann mit Freunden wie Düsen. Fliege mit dem Tintendüser und erreiche das Ziel. Tintendüser greife durch das Drücken von ZR an. Du kannst noch immer mit ZL in Tinte tauchen. Beachte, dass sich Schnalzbänder nach einer gewissen Zeit wieder zusammenrollen. Ja. Kenne ich. Also ich fliege permanent in dieser Ult. Okay, und ich kann mich immer in eine Tintengestalt verwandeln. Das soll ich nutzen, um dann hier rüber zu kommen. Yo, einfach eine God-Stage. Das soll ich nämlich gerne. Diese Ult. So, und da, weil der Düsenantrieb immer so hoch geht, wie Platz unter mir ist, brauche ich... So. Na, ich dachte, vielleicht gibt es mir einen extra Boost oder so. Wie kommt man extra hoch? Ich muss ja extra hoch, um an das Ding ranzukommen. Ah. Ich hätte schwören können, dass das hier irgendwie so das, die Lösung ist. Warte mal, wir machen mal so und dann gehe ich so ganz knapp an diese Box ran. Nö. Immer noch ein kleines Stückchen. Ah, man kann hüpfen damit. Klar. Hier, man kann sogar laufen, wenn man keinen Boden unter sich hat. Du kannst B drücken, um einen zusätzlichen Schub zu bekommen. Okay, man hat einfach einen Double Jump scheinbar damit. Okay. Neue Sachen gelernt. Hatte man wahrscheinlich schon immer oder so, aber nie gebraucht. Was ist die Idee? Dass ich den Hüpfer hier benutze, ne? Ja. Hier gehe ich unten lang. Da gehe ich oben drüber mit dem Hüpfer. Oh, mein Düsenantrieb hat es aktiviert. Klar. War klar, dass wir es schaffen würden. Ja, eben. Hab keine Sekunde gezweifelt. Da ist eine Plattform unter uns. Ja, ich sehe es. Schau lieber nicht runter. Doch. Wir haben nicht viel kommen, ne? So, damit den Sprung machen. Easy. Das abschießen. So. Irgendwie. Kriegen Rüstung? Muss ja jetzt richtig der Krieg kommen. Ah, ja. Verstehe. Achso, ich muss die auch in der Luft treffen, ne? Da gibt's Sinn. Ist die Ult nicht recht, die zu One-Shot-Schotten. Die hüpfen denn? Nein, sie hüpfen drüber! Ich muss sie abschießen, wenn sie hüpfen. Das will nicht weggeschwappt werden. Auf die Säule hätte ich mich eigentlich stellen müssen, dann wäre ich schön weit oben gewesen. Oh, okay. So, rein da. Holopp. Coole Stage. Hätte mit jeder Ult irgendwie so ein bisschen machen sollen, auch mit diesem Hai oder so. Dass man den so richtig spammen kann in der Stage. Ja, okay, cool. Sehe ja nur nicht, was hinter mir ist. Dankeschön.
glaube, ich habe sie getötet. Aber ich sehe halt, naja, ah ja, immer ist alles umgeklappt. Ich musste so weit vor zum Schießen. Blub, 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 blub. Runter. Wir haben es geschafft. Bom. Langsam reingleiten ins Ziel mit Stil. Ha. Jo, nice, haben wir diese extra State gemacht. Sehr schön. So, gucken wir mal, wo das hinführt. Es führt theoretisch nach oben, aber ich kann einfach nach unten droppen, falls ich die Tasten beherrsche. Gut. Easy. Schallplatte. Musik fertig. So. Aber wir müssen noch was aufsammeln und dann lauschen wir gleich der Musik. Ich höre sie aber schon leise. Weil vor lauter Ballern hört man immer nie was. So, hier stehen bleiben. Ja, okay, ist cool. Kurz mal gewippt. So. Da hoch können wir noch für eine Stage, aber erstmal die hier. Der Weisheit letzter Schlüssel. Finde den Schlüssel und öffne den Weg zum Ziel. Wannenschwapper. Cool. Hui, da kommt Bällchen raus. Ist ja lustig. Hallo. Kann ich die Bälle da auf Band werfen, du? Ah, Kisten! Was ist passiert? Die rennen ja alle weg. Einer hat wahrscheinlich von denen den Schlüssel oder sowas und ich muss die jetzt jagen. Gott, das ist eine komische Waffe. Oh, ich erinnere mich an die. Die gab's in Splatoon. Im anderen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Vielleicht hat jeder von denen auch einen Schlüssel. Cool. Der Eimer ist richtig gut dafür. Kann aber schön die ganze Map einfärben. Die war in der Tinte versteckt. Achso, wir haben auch diese Spuren, die uns zeigen, wo wir hin müssen. Ich würde gerne so dahin schießen, dass die nicht Angst kriegen. Das könnte passen. Oh. Ah! Die lassen den Bomben zurück. Hat er nochmal sich. So. Kackt sich aus Angst ein einfach. Okay, hier treffe ich so. Da drüben muss ich springen, aber ich treffe ihn einfach nochmal da. Perfekt. Langsam wirst du warm, oder? Ja, ich glaube, die ersten Male liefen tatsächlich besser. Okay. Mit dem Boot treffe ich halt über 800 Meter. Ja, gar keine Chance. Kann. Oh mein Gott, ich habe irgendwie fünfmal getroffen. Jawohl, die Granate. Der Safe. Okay, und die restlichen geben jetzt nur noch Eier, wenn ich die sammle. Ich brauche scheinbar nur drei Schlüssel. Wohl alle. Mein Content. Ich habe dafür gezahlt. Attacke! Oh, zu einem gezielten Hit kann man die schön ausschalten. Echt nice. Wir sind scheinbar echt dumm, so ein bisschen. Gar nicht checken, dass ich mich anschleiche. Ja. Und er hatte doch noch einen Schlüssel. Das waren jetzt hoffentlich alle. Okay. Oh, muss ich sogar doch alle machen. Oder halt nur die richtigen, aber. Ja, gucken. Warum bin ich hier? Achso, das ist Ziel. Da müssen wir wohl hin. Ja. Üblich für Ziele, dass man da hin muss. Dann müssen wir wahrscheinlich den Turm in der Mitte einfach hoch. Fertig. Und hier irgendwie die Kisten. Scheiß auf die Kisten. Ich habe genug Eier. So. Okay, kriege ich nochmal eins. Hat sich doch gelohnt. Noch mehr. Und das nochmal Konservendose. So. Nur noch ein bisschen klettern und fertig. Der Schuh ist offen. Ha! Kleiner Spaß. Aber was für Schuhe müssen die offen sind? Keine Ahnung, das ist ein Wohnmobil in der Luft. Ich hinterfrage gar nichts mehr. 3 Minuten 33. Blup. Jo, der Tank auf meinem Rücken hat sich. Oh, meine Rüstung sieht anders aus. Lol. Ich habe mich gerade erst darüber beschwert, dass meine Rüstung so kacke aussieht und scheinbar haben die Upgrades oben und unten meine Rüstung schöner gemacht. Und mein Tank cool gefärbt. Schau mal, wie cool mein Tank aussieht.
Ich habe mich angeguckt. Ich habe es noch vorm Finale gemerkt. Ich bin stolz auf mich. So. Was geht denn hier ab? Voll die laute Musik. Hallo? Bruder. Auf sie mit Gestempel. Oh, guck mal, ein Stempellevel. Wir konnten die Stempel-Ult hier vorhin gar nicht einsetzen. Ist mir verreckt. Und danach kommen wir wieder nach oben. Oh, man kann auch ohne Stempel spielen. Wie soll man alle Gegner innerhalb des Zeitlimits plätten, wenn man gar keine Waffe hat? Fragezeichen. Ja, das ist der Stempel. Da kann man eine Taste drücken. Ich muss 40 Gegner töten innerhalb des Zeitlimits. Und wie macht man das ohne Waffe? Halte ZR gedrückt, um schnell zu stempeln. Mit R wirfst du den Ultra-Stempel für größere Distanz. Lol, man kann den werfen? Okay. Wieder was gelernt. Will ich da einfach werfen dann, oder? Nee, ich glaube, ich will da einfach lang fahren. Ja, die Kurven sind ein bisschen eng. Yep. Ah, vielleicht schaffe ich es zeitlich nicht. Dann ist ja die letzte Stage und so. Nicht vergessen, du kannst den Stempel auch werfen. Ja. So, so, so. Mal weiter nach links lenken. Ist nett, dass da Linien schon sind. So. Spawnen alle gleichzeitig scheinbar. Oh mein Gott. Sind das die letzten? Maybe? Nee, es sieht so aus, als müsste noch einer mehr spawnen. Nur noch einer, stempel ihn. Oh mein Gott, der fliegt da am Rand. Mission abgeschlossen, was? So. Wie knapp war das denn? Holy shit, der Wurf am Ende. Hat alles gerettet. Ich will da nochmal rein ohne Stempel, aber wie? Ich glaube, es ist ein Mini, will dir was sagen. Die Mini kann die fretten. Gehen wir nochmal rein. Hä, hey, was ist denn ohne Stempel? Was passiert da? Kriege ich jetzt nur noch 1200 dafür? Man hat 2200 bekommen. 1000 einfach so Standard? 800 kriege ich dafür. Ich habe nichts, oder? Wie macht man die Stage nass, nackt? Alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Ach so. Okay. Man hat hier so Spawnpunkte für die Ult und die hält nicht unendlich. Dass man sich so, dass man alles perfekt spielen muss mit dem Hammer. Ich verstehe. So, und ich muss selbst für das einmal werfen, muss ich die Ult neu aufheben. Okay, und da liegt sie halt jetzt irgendwie so und so oft drin. Ich verstehe. Ist ja furchtbar. Furchtbar spaßig und so. Ja, guck, jetzt brauchen wir eine 9, jetzt müssen wir weitermachen. Ich meine, das macht die Zeit wieder wett, die ich da beim letzten Mal versaut habe. So. So. Und jetzt kann ich hier wieder schon mal aktivieren und bereit machen, der Linie zu folgen. Yep, 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 yep. So, jetzt kann ich wieder 9 holen. Und werfen. So. Ult aktivieren. Linie folgen. Nee, Linie folgen ist egal. Ich will die einfach alle. So, jetzt fehlt mir noch einer. Das ist der, der hier oben spawnt. Ich hab's einfach besser gemacht. Ja gut, aber solange man weiß, was abgeht, ne? 1, 2, 3. Schöne Zeit. Einfach, weil es geht. Mitgenommen. So, gucken wir mal hier hoch. Da hatten wir noch eine Stage hier oben drauf, ne? Ich packe die Seite auch mal ein. Ist hier irgendwas versteckt? Ja. Eine Kapsel. Und hier drüben vielleicht auch? Nein. Immerhin eins. Such mal. Ist hier irgendwas? Nein? Okay. Oben Richtung Oktogefahr. Erklimme den Turm voller Feinde und erreiche das Ziel. Ja, machen wir mit der Heldenausrüstung. Warum nicht? Turm hochklettern kriege ich hin.
Einmal durchhüpfen. Und los geht's. Öffnen Sie die Tür. Ich muss einen Turm hochklettern. Verstehe zwar noch nicht, was die Challenge ist, aber ich finde es bald heraus. Starke Gegner auf jeden Fall. Ich entklimme den Turm irgendwie, wenn ich hier nach unten fahre. Hallo? Wo fahre ich hin? Ah, den Turm will ich hoch wahrscheinlich. Das Tor ist offen? Ah, jetzt. Süß. Ah, ich werfe fast den Mini gleich auf alle. Ziel ist Ögel. Ja, irgendwie muss ich den Turm machen. Ich verstehe. Jo, der hat ein Auto. Oh, ich erinnere mich an die. Die können dodgen oder so, ne? Die gab's irgendwann. Oh, mein Gegner. Bling, 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 bling. Gegner, die schneller schießen können. Oh, eine Rüstung, bitte. Nein, ich möchte die behalten. Dieser Mini. Mach den mal da oben weg, den Lulli. So. Ja, was soll Mini auf alle werfen? Oh. Weil Mini, du hast einen Gegner da hinten gefunden, ich schwöre. Ich hab schon auch eine Ult einfach standardmäßig dabei. So realisiert. Perfekt. Ist ein bisschen runtergegangen, weil ich die Ebene runtergefallen bin, glaube ich. Hat mir so ein bisschen einfacher gemacht. Kommt mir das nur leicht unheimlich vor? Ja. Nö. Achso, ich muss die ja werfen, ne? Habe ich sie besiegt? ich kann es noch mit Salami schaffen. Weil der Sniper aufhört, auf mich zu zielen. Ich weiß nicht warum, aber ich töte die einfach, weil... Wie gesagt, ich soll sie töten. Okay, hat mir nichts gebracht. Ich hätte aber ins Ziel gehen können. Cooles Level. Sehr normal, aber ein bisschen beim Ballern und so. Das sind sehr actionreich. Das gefällt mir schon. Jo, hallo. Was nur hier? Martin muss noch ein paar Eier sammeln. Sekunde. Hallo. Hast du gewusst, dass du vom Mündung hast du allen bereits besucht? Und hast... Ja, ich bin fast fertig mit dem Spiel. Danke. Ist mein Archiv fertig? Der letzte Log? Ja. Nee, warte, da steht, läuft noch. Analyse läuft. Ist noch nicht ganz fertig. Ja, ich mach mal kurz die Karte fertig. Da fehlt ja nicht viel. Nur im Eingang ein bisschen, ja. Genau, den Luftballon da am Eingang muss ich noch machen. Okay, macht den Luftballon. Wie immer, könnt ihr mitgucken. Schauen wir mal, wie schwer er ist, sagte Zombie, als er auf die falsche Schiene hüpfte. Egal, hat noch gereicht. Wenn ich mich ducke, bin ich schneller in den Schienen, soweit ich weiß. Muss ich einfach nutzen. So. Und so spät wie möglich eigentlich abschießen, dass ich mehr Zeit habe, ne? So. Ja, wir haben ja alle Strecken freigeräumt. So. Ja, wir fahren scheinbar nochmal die ganze Stage ab. Warum nicht? Wehe, Salami, du findest jetzt wieder was, während ich hier unterwegs bin. So. Da schon rüber. Hoch wahrscheinlich. Nicht unerwartet. Da die Schiene lang. Da drüben. Das ist ja einfach, dass es immer nur einzelne sind. Hat irgendwie mit so Fünfer-Clustern oder sowas gerechnet. Ah. Danke. Und der letzte. Das wäre es jetzt gewesen, den zu verpassen. Den einfachsten am Ende. Wir haben alle Lore. Irgendwelche drei Karten von drei Fischen, die durchgestrichen wurden. Name des Ziels Adorada. Nishio Oranda. Deckname. Distrikt Splatsville 33-0 irgendwas. Poison Rogue. Deckname Rude Blublub 19-6 Chateaubuteau. Und Ranchi Yu. Deckname Welsfels. Region Südströmend. Distrikt irgendwas. Das sind die Bösewichte vom DLC. Drei solche komischen Fische. Das sind diese Fischhändler, die ich ultra cool finde. Einer ist auf jeden Fall als Nishio Oranda in Splatsville unterwegs. Mit ihrem Decknamen. Wir wissen nicht, wer sie wirklich ist. Ja, aber guck mal, genau da oben rechts sind diese Händler-NPCs, die überall rumstehen. Sind aber eigentlich cool. Sagt dieser orangene Post-it, dass das so Dinger sind, die sich in den Kopf reinpflanzen können?
Oder was sagt das? Ich weiß es nicht, aber das ist creepy. Ja, gucken wir mal, was noch aufgedeckt werden muss und wo noch grün ist. Zack, hier ist noch ein... Ja, ein Audio-Mix-Gerät. So nennt man das in Fachkreisen. So, die Karte sieht sehr gut aus. Ich habe nur gerade einen Wallhack gefunden, den will ich euch nochmal kurz zeigen. Weil man springt ja echt immer genau dahin, wo man zielt, ne? Hui, ich kann einfach durchs Gebäude hier hüpfen. Besonders ist es am besten, wenn ich von hier aus hüpfe und dann darüber. Aber so, hui. Okay, aber uns fehlt nur noch alles da oben. Dann sollten wir die Karte eigentlich fertig haben. Also, fahren wir mal da hoch. Richtung Boss. Finden wir endlich Opa? Nach 6 Parts? Mein Gott. Opa, das hat sich aber ganz schön verlaufen. So. Ich habe alles auf der Karte fast aufgedeckt. Ich muss nur hier eine versteckte Sache, glaube ich, finden hier oben drauf. Wäre schön, wenn du mal helfen würdest. Hast du gerade... ist einfach die Klippe runtergerannt. Ich sag genau hier. Es kann auch unterhalb sein. Es könnte auch hier sein halt. Gehen wir auf Nummer sicher und machen einfach den Boss. Ja. Dann suche ich mich jetzt hier nicht kaputt. Für irgendwas, was vielleicht gar nicht existiert. Dann zählt es... Boss als noch nicht erforscht. Öffne mir die Luke. Hallo. Silberglanz und Silhouetten. Erreiche das Tor. Mit unserer Heldenwaffe. Hallo. Mantaro? Mantaro? Big Man? Man? Big? Heldenausrüstung. 2600 Fischeier als Belohnung. Okay, haben wir ein paar. Der Zutritt für Unbefugte ist strengstens untersagt. Gratis. Jo, ich werfe einfach meinen Fischbuddy auf ihn drauf und habe gewonnen. Das Mantaro. Fängt ein starkes Signal auf. Das könnte der Ex-Captain Kuttelfisch sein. Es ist Mantaro. Mit seinem dummen... nicht so voreilig. Entschuldigung, ich habe mich noch zu sehr über sein Aussehen gefreut. Das ist nicht dein Schatz, der gehört mir. Ich will eigentlich nicht kämpfen, aber... für Splitsville! Warum leuchtest du grün? Oh, du kannst dich selber eintinten. Ich habe doch gesagt, es gibt noch andere Wesen, die tinten können. Aber es ist der maximagische Manta, Mantaro. Es ist... Ich mache doch nicht ernsthaft den Boss aus Super Mario Sunshine hier als Easter Egg als dritten Boss rein. Ja, scheinbar doch. Die Tinte sieht nämlich auch grün. Ich suche euch einen Screenshot. Da. Da. Schaut euch die Tinte an von dem Scheißding. In Super Mario Sunshine muss man mit Wasser so einen Mantarochen abspritzen, der sich dann in immer kleinere Mantarochen aufteilt. Die haben einfach Scheiß... haben wir den Boss hier übernommen. Also, wahrscheinlich ist er anders. Ich bin gespannt. Elegant, nicht wahr? Teilst du dich auch in kleiner auf? Er teilt sich auch auf. Einfach eine Super Mario Sunshine-Referenz. Es ist insane. Aber durch meinen Duck-Perk sehe ich, wo er ist. Hallo, Corona. Sorry. Er hat ein Muster, ein anderes. Oh, das ist wirklich drauf. Aber ich werde nicht verlieren. Bist du nicht Big Man? Jetzt pass auf, dafür habe ich lang trainiert. Okay. So ein neuer Boss? Nee, immer noch umbrochen. Machst du jetzt Blitze noch dazu? Wieder ab in die Tinte. Was macht eigentlich der Mini, wenn ich es auf den werfe? Gar nichts. Der Mini versteht die Aufgabenstellung nicht. Okay, und er droppt halt einfach immer so ein paar Dinger, ja. Was hier eh wo ist. Muss ja gar nicht suchen. Ja, die paar Bomben, die da aus dir rauskommen, die könntest du ein bisschen reduzieren, bitte. Kein Charge, der Junge. Aber nicht nett aufpassen. Ach, Hilfe, da war einer in mir. Da ist er. Gibt es irgendwie so einen echten, den man raussehen kann? Ich weiß es nicht. Aber hallo, Mantaro. Du bist ganz schön stark. Aber ich bin stärker. So lobe ich mir das. Tut mir leid, aber jetzt gehe ich aufs Ganze. Ist einfach nur nett. Ich will nicht mal kämpfen, der will einfach nur ein bisschen Geld haben oder so. Deswegen hilft er Maki und Muri. Marco und Muri, sorry. Ja, er macht jetzt Plattform. Ja, okay. Mein Buddy kann nichts. Okay, ich dachte, vielleicht ist das irgendwie irgendeiner Form effizienter oder so. Gehen wir mal immer auf den lilanen. Falls das Goal ist. Ich glaube ja.
Power. Bitte gib mir ein bisschen Tinte. No, stopp. Stopp. Hier ist zu viel Farbe. Da ist der. Da ist Mantaro. Okay, ich kann ihn einfach pinchen. Bro, komm raus. Wie Tinte. Ich. Schöner Bauchklatscher. Ich habe alles gegeben. Eieiei. Oh Gott, er hat in seine Tinte geworfen. Ah, es hat funktioniert. Tschüss. Er kann nicht mal irgendwas beschwören. Er kann sich einfach nur in ein Easter Egg verwandeln. Wie cool. Ich liebe Super Mario Sunshine. Eigentlich eines der unbeliebteren Mario-Spiele. Für mich Favorite. Mitunter. Es ist zwar nicht Opa, aber naja, nach dem harten Kampf sollten wir es mitnehmen. Ein Motor. Was bauen wir nur? Und drei Anchovies. Ja, okay. Aha. Captain sagt, das war eine reife Leistung, Nummer 3. Und danach kam eine Tirade über Surumi Syndicate. Die hat gesessen, meine liebe Scholle. Ist da jemand? Bitte komm. Opa, wir hören dich. Nicht sehr gut, aber wir hören dich. Was gibt's? Geht's dir gut? Wie ist die Lage? Ha, ich habe dieses vermaledeite Ding doch wieder zum Laufen gekriegt. Ich erstatte hiermit Bericht. Ich werde von jemandem gefangen gehalten, der sich Herr Bär nennt. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich bin, aber mein linkes Knie zwickt und das heißt, ich bin irgendwo hoch oben. Schon mal ein guter Hinweis. Es gibt nur einen Ort hier, der darauf passt. Na gut, dein Knie hat uns verraten, aber es braucht schon mehr, um meine Pläne zu durchkreuzen. Ich werde den legendären Anführer der Aquamarine nicht noch einmal unterschätzen. Daher werde ich mich gleich um dich kümmern, ehe du dich noch mal mehr zum Quälgeist mauserst. Hey, was ist das? Was soll das denn werden? Das hat sich aber nicht gut angehört. Und zwar gar nicht gut. Opa, wir holen dich raus. Halte durch. Sobald wir ausgeknobelt haben, wie wir zu dir kommen. Hätten wir nur einen Helikopter oder sowas. Möglicherweise lässt sich ja mit dem Kram, den wir gesammelt haben, was anfangen. Schau dir das doch mal näher an, Nummer 3. Vielleicht kommen wir so in die Rakete. Ja, halt. Halt, stopp. Ich will jetzt erstmal mit dir reden, was wirklich gründlich. Die Karte. Guck mal, da ist sogar die Rakete mit drauf. Tintenfisch plus Dings gleich Plausch. Ja, das wissen wir ja, die Rechnung. Okay, aber wir sind nicht fertig hier in dem Gebiet, oder? Doch, guck mal. Ah, das Grüne hat echt das Level gemeint. Erkundet. Wir haben alles fertig. 100%. Ja. Das ist schön. Ja, dann mache ich speichere schon mal alles von der Aufnahme und dann gucken wir mal weiter, ne? Mal gucken, ob das ein Folgenwechsel wird. Das hört ihr ja jetzt hier, ne? Ja, wie erwartet, das Finale war etwas länger. Kommt nach diesem Video als einzelne Folge heute noch, am selben Tag. Könnt ihr also direkt gönnen. Die Finalfolge ist eh die geilste. Also die jetzt als nächstes kommt. Und morgen kommt noch eine Bonusfolge, was nicht geplant war. Aber es gibt dann noch so ein gewisses Level. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat Spaß mit der heutigen Folge. Beziehungsweise mit den ersten der zwei Folgen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Zimmermann.